Hallo und herzlich willkommen zum dritten 1 gegen 1 Duell der Weißen Drachen oder Blauäugig. Diesmal fängt der Gegner mal an. Ich habe nämlich aus dem letzten Spiel gelernt, was für ein Zufall, ist ja noch nicht so lange her. Gute 20 Minuten immerhin, aber. So, die Hand an sich ist gar nicht so schlecht. Wir haben die Möglichkeit, uns zu schützen, ein bisschen was zu ziehen. Dann vielleicht die Möglichkeit, nochmal zwei zu ziehen. Und auf jeden Fall die Möglichkeit, spezialbeschwörungstechnisch loszulegen. Raid Warp Door. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Schwalbennest. Der raus. Okay, warum er den genommen hat? Vielleicht hat er nichts anderes mehr auf der Hand. Aber das Ding. Ja, gut. Für nächste Runde bringt überhaupt auch nur was, wenn er ein anderes Monster auf der Hand hat. Er hat jetzt maximal. Nee. Durch den hat er theoretisch davon noch einen auf der Hand. Oder hat er den anderen auf der Hand? Ist das so? Cool. Ja. Er hat jetzt für nächste Runde was auf der Hand. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Gucken wir als erstes mal, was wir ziehen. So, das habe ich jetzt erstmal nur geschrieben, also dass wir kein Exodia spielen, weil die meisten denken bei Hemmung oder Chicken Race sofort an Exodia. Und dann lieben sie halt im Regelfall, weil ja, Exodia ist halt eher so ein. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes System ist, aber Exodia ist halt ein Deck, das kann man auch spielen, indem man, oder das Deck kann man testen, indem man gegen einen Bot kämpft. Weil im Regelfall machst du sowieso nur. Ja, wie machen wir das jetzt? Na, egal. Im Regelfall machst du das halt sowieso so, dass du in einem Zug durch bist. Gut, das ist jetzt egal. Das hätte er vorher machen sollen. Kein. Nicht durch Kampf zerstört werden. Okay, kommen wir. Ja, doch, wir kommen auf den Zwillingsdrachen. Es ist nämlich egal, weil wenn er dann nämlich nicht durch Kampf zerstört wird, wird er entfernt und dann ist Ende. Oh, Anruf. Na egal. Ja. Und wir entfernen den jetzt einfach. Das hat außerdem noch ein paar andere entscheidende Vorteile. Scheiße. Das funktioniert jetzt gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Aber es geht so rum. Eigentlich wollte ich halt den Effekt vom Auge benutzen. Und dann das Auge danach, das ist das Auge vom hier von der Wache, vom Wächter, vom Grab. Gut, so rum funktioniert es auch. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe das im letzten Spiel wirklich vercheckt. Ich habe eiskalt vergessen, oder ich habe den Effekt halt weggeklickt mit rechts. Das ist schön. Wer es noch nicht gesehen hat, zweites Spiel, 1 gegen 1. War ein sehr merkwürdiges Spiel. Naja, wir können ja mal. Komm schon. Ne, den Effekt nutzen wir nächste Runde. Wir ziehen halt nächste Runde erst, weil ich will jetzt den Spezialbeschwörungseffekt in der Endphase noch haben. Zack und entfernt. So. Ja. Wie gesagt, ich will den Spezialbeschwörungseffekt jetzt haben. Bisschen unfair. Ja, Effekt. Effekt. Nehmen wir den noch. Zack.
So, der Wächter ist jetzt, also die Wache Wächter ist ja scheißegal eigentlich. Ja, es ist jetzt ziemlich nutzlos, das Vieh. Aha, er hat's. Weil Monster, er könnte was machen. Aber anscheinend nichts, mit dem es sich lohnt. Wir haben quasi gewonnen eigentlich. Ach nee. Ah, kein Kampfschaden. Ah, clever, clever. Sehr clever. Gut, was machen wir dann jetzt? Oh, jetzt wo ich den gerade sehe, ich erinnere mich düster. Jetzt, ich werde den Effekt trotzdem aktivieren. Ich brauche nämlich was für den Zylinder. Also nicht den Zylinder hier, den Twister. Und ja, wie gesagt, das war nämlich ja das letzte Spiel, als ich mit dem deffen musste, um irgendwie zu überleben, aber es hat funktioniert. So, und da wir eh keinen Schaden machen können. Ja, klassisch Synchro 3000 am Angriff. Dass das gegnerische Monster entfernt. Wir annullieren Friedhofseffekte einmal. Können noch was spätzen, haben 3000 Def. Also, wir sind jetzt relativ gut aufgestellt. Natürlich fraglich. Ja, es ist doof, das bringt so nichts, aber ich mach's trotzdem, weil ich ihn haben will. So. Es ist doof, dass den sein Effekt jetzt erst gilt. Das Lustige ist, wenn wir nächste Runde Drachen rufen, sind die immer noch durch den Effekt geschützt, weil, wie gesagt, wo steht's? Hupale. Ist mir noch glatt was umgefallen. So, ich muss nochmal gucken. Wen nehmen wir denn jetzt? Ja, wir brauchen die da. So. Kommt die gleich wieder in den Friedhof? Kommt der wieder in den Friedhof? Er kann auch mal Kampfschaden weghauen. Ja, kann er. So. Ach so, ein Priester kann ich aktivieren, der mir gar nichts bringt, weil damit würde ich den hier auf den Friedhof legen, den reinmischen, um dann denselben nochmal zu rufen. Hä? Ja. Ich hätte Priester im Deck. Ich hätte davon zwei im Friedhof und einen auf dem Feld. Hätte ja nicht mehr im Deck, was ich spätzen könnte im Zweifelsfall. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ja. Das da. Joa. 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 Ich verstehe es gerade nicht. Ach nee, der hat den Effekt von Flaumiger Lanius das zweite Mal benutzt? Es ist halt ein kleiner Insider, over 9000. Ja, einfach mal googeln, beziehungsweise bei YouTube einfach mal eingeben, over und dann halt 9000. Da wisst ihr Bescheid. Zack, nächste Runde wieder das Spätzen. So. Ja, hatte der nicht noch eine davon? Ach, der hat. Hat der keine mehr? Doch, der hat doch. Der könnte sich doch schützen. Oder will er das wirklich bis zum letzten rausziehen? Naja, gut. Er wird da bestimmt einen Plan haben. Ich kann mir eigentlich gerade nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der es mit over 9000 noch nicht kennt. Jetzt kommt er aus dem Quark.
Jetzt kommt aus Quark. Wahrscheinlich hat er den zweiten Effekt von Lanius, als er auf den Friedhof gelegt wurde und er sich hätte in Lanius auf die Hand nehmen können, gar nicht aktiviert. Ja, gut. So, es kommt der da. Kann er den Effekt aktivieren und den rufen? Kann damit noch was auf den Friedhof legen? Ja, kann er. Jetzt die Frage, was ihm da dann was bringen soll. Weil eigentlich benutzt man den ja hauptsächlich, ja gut, um den da rauszulegen und holt sich dann mit dem was Brauchbares, wie entweder den Verschwindenden oder den Flaumigen. Ja, holt, oder irgendwas Alternatives, weil der ist halt relativ gut dafür. Der Stufe 5er Effekt, beziehungsweise alle auf Stufe 5 machen, wird eigentlich relativ selten benutzt und damit habe ich gerechnet. Und schwupp, weg ist er. Ja. Ja, der Effekt vorher wirklich nicht aktiviert. Merkwürdig. Oder ich weiß gar nicht, ist das ein Standardeffekt? Weil du kannst, ja, du kannst, das ist ein Kann-Effekt. So, er hat halt, er hat. Hab ich noch was? Ach nee, der Ruf vom Friedhof, weil ich doof bin. Der Ruf vom Friedhof. Ruf vom Friedhof, Friedhof. Ja, genau, jetzt nehmen wir den da, weil der annulliert sofort den Effekt von dem seinem. Von dem seiner Falle und damit ist es jetzt zu Ende. Zack. GG und gib ihm. Ja. Ach so, ja. So, ja, wie gesagt, das ist jetzt noch nicht, aber er kann das wegblocken und nächste Runde kann er Zeug tun. Wir haben die Falle. Wir annullieren eine Spezialbeschwörung oder einen Monster-Effekt. Das heißt, das nächste Exit-Monster, was er ruft, das pustet mal wieder weg. Zack. Ja gut, und der annulliert sowieso irgendwas. Ja, jetzt kommt der. Und er kommt auf eine Zweier. Beziehungsweise. Ja. Nee. Dafür muss er angreifen, wenn ich mich nicht irre. Ja, was hat er den? Kommt da jetzt was? Knirsch. Es ist die Frage, was will er jetzt da noch machen? Ah, okay. Er hat zugegeben, das ist. Gut, ich spiele ein anderes Vier, aber. Ja, gut, mal gucken. Jetzt müssen wir wirklich überlegen, was wir jetzt noch so machen. Mit der Rangsteigerung habe ich echt nicht gerechnet. Okay. Wir haben das. Ah, wir können trotzdem was machen. Es ist egal, welchen wir nehmen. Der landet sowieso gleich wieder im Friedhof. So, warte mal, wie war das? Wenn diese Kalgier Kampfschaden zufügt, wie der Zerstörer das Alpro spielt, zu Kassel von dieser Karte abhängt, zerstöre möglichst. Jedes. Gut, der hat verloren. Zumindest. Ja, der kann auch die Falle aktivieren. Wie spät's denn jetzt was? Wir spitzen jetzt was. Und zwar den da. Damit kriegen wir dann wieder zwei Monster. Na. So.
Ja. Schön. Was? Warum konnte ich. Ach, das ist wahrscheinlich Timing verfehlt jetzt. Ja, das ist uns geil. Gut. Nehmen wir den da. Zack. Er kriegt keinen Kampfschaden, aber zerstören kann ich ihn trotzdem. Zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, der erste Effekt war nur nicht zerstören. Ja, er kriegt jetzt ein paar Lebenspunkte und das Viech ist trotzdem weg. So, ja. Konnten wir nochmal gut reißen, eigentlich. Mit dem, was wir im Friedhof hatten und einer Handkarte. Die war halt aber wirklich speziell. Ohne einer für einen hätten wir jetzt wahrscheinlich schon wieder vollkommen, ja, problematisch aus der Wäsche geguckt. Aber er hat doch noch länger durchgehalten, als ich gedacht habe. Muss ich zugeben. Ist jetzt natürlich die Frage. Er kann den jetzt opfern, wenn ich mich nicht irgendwo ein Exit-Monster holen. Aber. So. Ich bin immer noch am Leben, sagt er. Ja. So, wie war das? Ja, egal. Hauen wir ihn so weg. So. Bin ich mal gespannt, was dann noch so kommt jetzt. Ich hätte natürlich die Wache spielen können und beide zerstören können, aber. Ja, manchmal ist es halt einfach zu gefährlich. Manchmal ist es halt einfach zu gefährlich. Problem ist, eigentlich hätte ich jetzt gerne in der Endphase den Effekt aktiviert. Damit ich ihn opfern kann, aber. Anscheinend. Ach, das geht nur, wenn der Synchro beschworen wurde, oder? Ah, scheiße, ja, weil ich so ultra schlau bin. Obwohl. Du kannst diese Synchro beschworene Karte als Tribut anbieten. Ja, gut. Doof. Zum Glück hat er das anscheinend noch nicht mitgeschnitten. Aber ich kann immer noch vor Friedhof Sachen anrühren. Das ist vorteilhaft oder so. Ja, ich hätte den nicht spielen können, aber. Ja, gut. Ja, gut. Hat er immer noch, oder die Falle? Weiß ich gar nicht. Oh, nett. So, erstmal gucken. Ne, die hat er doch schon rausgehauen. So. 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 Also er scheint sein echt jetzt oder sein. Ja, zu mögen. Gut, die hätte er nicht setzen können, die hätte er auf der Hand behalten können, die hätte ihm eh nicht gebracht. So, aber jetzt. Jetzt. Ja, wieder mal. GG. Also, diesmal hoffentlich, aber wirklich. Ja, gut. Pfui, ich muss zugeben, ich habe gedacht, wir haben das Ding da schon geklärt gehabt. Aber er hat's echt geschafft, mich mit der Rangsteigerung da noch zu überraschen, ne? Muss ich zugeben, das Ding kam, hui, war schon knapp. Und gut, ich habe jetzt mit dem Geisterdrachen am Ende ein bisschen gefailt, aber ja, gut. Irgendwas ist immer. So, auf jeden Fall, ich denke mal, ihr konntet gut was sehen jetzt auch so in den Spielen, weil man kann sich hier durch die Mechaniken vom Friedhof bzw. von Feld, Hand und Friedhof in der Kombination halt auch super hier aus der Bredouille ziehen, weil man hat gesehen, mit dem, was im Friedhof war und einer Handkarte, die wir durch Glück halt passend gezogen haben, konnten wir dann halt die Sache auch relativ gut wieder drehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen und sage mal so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal.